Zusätzlich zum Showrunner der Perry Rhodan-Serie, Ben Calvin Harry, war auch Perry Rhodan-Autor Oliver Fröhlich zu Gast beim Perry Rhodan Online-Abend. Ihn habe ich gefragt, welche Gemeinsamkeiten es zwischen der Erzählweise von Ben Calvin Harry und der Fernsehserie Lost gibt. Was ich bei Lost so faszinierend fand, war, dass die haben Fragen aufgeworfen und haben manche dieser Fragen einfach so im Vorbeigehen beantwortet, ohne da groß Bohai drum zu machen. Und du hast gedacht, boah, jetzt kommt eine riesige Enthüllung. Und dann war das irgendwas, wo du gedacht hast, Mensch, da hätten wir drauf kommen können vor Anfang an. Und also die haben teilweise wirklich mit den Lesererwartungen gespielt, indem sie manchmal erfüllt haben, manchmal was ganz anderes gemacht haben und manchmal genau das Gegenteil gemacht haben. Und ein sehr ähnliches Gefühl hatte ich bei der Lektüre der Expos, soweit ich sie bisher gelesen habe. Dass da teilweise Antworten auf Fragen gegeben werden zu einem Zeitpunkt, den man nicht erwartet. Ja, Und ja. das bringt so eine gewisse Unkalkulierbarkeit rein. Und das fand ich super. Also das fand ich, weil dann jeder Roman irgendwie die Enthüllung enthalten könnte oder auch nicht. Es hat jeder Roman, finde ich, so eine kleine Enthüllung. Das ist mir Ja, schon sehr ja. wichtig. Entweder ist es irgendein saublöder Cliff, also saublöd sind die nie, die sind immer super spannend, aber entweder ist es irgendein Cliffhanger. Oder es ist eine kleine Enthüllung. Das ist mir schon wichtig, dass jeder Roman so ein Puzzlestück liefert. Und ich Ja. glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und dazu kommt halt auch das, was ich immer wieder gesagt habe. Na, wenn eine Erkenntnis halt jetzt danach schreit, in Band 16 rausgehauen zu werden, dann ziehen wir sie nicht bis 44 hin, weil halt der Zyklus rund sein muss. Dann wird es halt in 16 rausgehauen. Ja. Aber ich denke mir halt immer so, das sieht sich auch mit dem Christoph immer da, und, also mit dem Christian Montelion immer da, und wir unterhalten uns und dann ja, aber das ist ja doch die große Erkenntnis des Zyklus und das muss dann bis das dürfen wir jetzt noch nicht verraten. Und ich denke mir dann, wir denken uns halt immer so, wieso? Ja, und dann. Wir sind allein Band 3300 liefert jetzt schon so viele Hinweise, wo man, wenn man sich mal hinsetzt und in Ruhe darüber nachdenkt, eigentlich jetzt schon auf Ideen kommen kann, wo man uns dann aber spätestens, wenn wir das nicht spätestens bei 16 oder 17 oder keine Ahnung, bei 14 raushauen, jeder Leser aufs Maul hauen wird, weil er denkt, sag mal, für wie blöd halten die uns denn, ja? Also da sind so viele, wir bereiten ja so viel vor, wir liefern so viele Hinweise und so viele so versteckte Hinweise auch, wo dann jeder, der das mit ein bisschen bewusstem Kopf liest und so ein bisschen kombiniert, sich schon, okay, das könnte die Lösung sein. Das ist mit Sicherheit so, ja? Und manche Sachen sind dann irgendwann einfach so offensichtlich, dass wir uns beim Expo-Schreiben immer wieder sagen, so, ey, na, natürlich müssen wir das jetzt schon festzurren. Und so kommt das dann halt zustande, was der Olli sagt, ne? Dass man halt an Stellen, die man jetzt von der Zykluslogik her nicht erwartet, irgendwie schon Erkenntnisse raushauen. Weil ich will die Leser alle für doof verkaufen. Ich meine, keiner von uns ist blöd. Wer Perry Rhodan liest, ist nicht blöd. Und dann checken die Leute das natürlich auch. Und wenn du sie dann länger hinhältst als nötig, ich glaube nicht, dass das gut ankommt. Und nun noch für jene, die es juristisch ganz genau nehmen, das Copyright von Perry Rhodan liegt natürlich beim Heinrich Bauer Verlag.